Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Besucher. Frieden in einer der fragilsten Regionen Afrikas. Frieden zwischen Äthiopien und Eritrea als Zukunftsanker für Teilhabe, Nachhaltigkeit und Selbstentwicklung. Ein Schritt mit Strahlkraft auf eine ganze Region, auf einen ganzen Kontinent. Deutschland und eben auch die Fraktion der AfD sind sich der Bedeutung im Klaren, und wir werden gemeinsam sinnvoll, planvoll und zukunftsorientiert diesen Weg mitgestalten. Allerdings in den Bereichen, wo wir meinen, darin versteht Deutschland sein Handwerk. Das muss das Ziel sein, Arbeitsplätze und Perspektiven schaffen für die Menschen in Afrika. Damit aber gerade eben dieses auch passieren kann, müssen wir einmal ganz genau hinschauen, warum, was, wie passiert. Denn nur eine richtige Analyse am Anfang kann doch letztendlich zu einer richtigen Antwort auf die Gestaltungsfrage führen. Denn wie kam es denn plötzlich zu diesem doch sehr schnellen Friedens- und Schulterschluss zwischen Äthiopien und Eritrea nach nur fast 20 Jahren? Nun, die Chinesen schaffen Fakten in einer Zeit, wo Europa noch pfadfindermäßig eigene Wege sucht. Wie oft so dem Grundsatz von Herrn Rabe der SPD: Wir sind es schließlich den Menschen in Afrika schuldig. Die einen verfolgen wirtschaftliche Interessen, die anderen immer noch den karitativen Ansatz. Das Horn von Afrika, Äthiopien, soll Teil der neuen chinesischen Seidenstraße werden. Also, was wird benötigt? Infrastruktur, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Straßen. Beispiel: die Eisenbahnverbindung von Addis Abeba nach Djibouti. Länge 750 Kilometer, Investition 3 Milliarden Euro. Geldgeber, Umsetzer, Nutzer? China. Das bedeutet, dass die Chinesen nur in Äthiopien für eine Eisenbahn ein Drittel der gesamten deutschen Entwicklungshilfe weltweit ausgeben. Schon vorhanden das internationale Flugdrehkreuz Addis Abeba. Hier werden doch schon jetzt 10 Millionen Fluggäste in weit über 95 Länder der Welt transportiert. Aber was fehlt denn nun für dieses logistische Drehkreuz? Es fehlt Äthiopien, die keinen eigenen Zugang zum Meer haben. Eins, ein Hafen. Zwei Häfen liegen in unmittelbarer Nähe. Ein Hafen, Djibouti. Dieser befindet sich bereits im Besitz der Chinesen, denn die haben dort eine Militärbasis zur Abwehr islamistischer Terroristen. Bleibt Hafen 2. Eritrea. Die wurden wiederum in der letzten Zeit auch von Amerika umgarnt. Um ein stärkeres Festsetzen der Amerikaner zu unterbinden, schaffen die Chinesen eben Fakten. Investition ist auch hier das Zauberwort. Äthiopien und Eritrea schließen Freundschaft und damit Frieden. Äthiopien bekommt Zugang zum Hafen und grenzüberschreitender Verkehr wird ermöglicht. Und deswegen sind sowohl Eritrea wie auch Äthiopien, genau wie die gesamte Region, Gewinner. Denn hier wurde nicht, wie von Ihnen in Ihren Anträgen immer so gern gefordert, Mediation betrieben, sondern Konfliktlösung durch eine gemeinsame strategische Zielsetzung und deren Finanzierung und Umsetzung. Nun steht in beiden Anträgen explizit, wir sollen beim Aufbau und Ausbau von Infrastruktur helfen. Und da müssen wir uns auch mal ganz ehrlich fragen, ist das unsere Stärke und haben wir dazu die nötige Kraft, die nötige Ausdauer und das nötige Geld? Und wir sagen eher nein. Und deswegen muss und sollte Deutschland das tun, was es am besten kann. Verwaltungen aufbauen, bilden und ausbilden und damit demokratische Strukturen zu integrieren und zu festigen. Aufbau von Universitäten, Fachhochschulen, Verwaltungsschulen, Landwirtschaftsschulen und Meisterschulen. Ausbildung auch und gerade in handwerklichen Bereichen und das in Verbindung mit der deutschen Industrie. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, genau das wäre nämlich Nachhaltigkeit in Reinform. Eine weitere wichtige Funktion Deutschlands ist die Vermittlung zwischen Ägypten und Äthiopien bezüglich des großen Staudamms am Nil, damit der Damm der äthiopischen Wiedergeburt zu einem Kanal des Fortschritts und des Friedens wird. Lassen wir die anderen die Straßen bauen und lassen wir uns unseren Job machen, lassen wir uns den Menschen zeigen, was sie damit tun können, damit die Menschen in die Lage versetzt werden, Selbstverantwortung zu übernehmen
Und gerade das ist unser Ziel von der AfD-Fraktion für und in Afrika: Selbstverantwortung für eine zukunftsorientierte Selbstentwicklung. Dankeschön. Der nächste Redner ist der Kollege Thomas Erntl, CDU/CSU.